Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Spielzeugtruhe. Heute will ich euch den Superbert vorstellen. Das ist der Superheld hier. Superbert, der fliegt durch die Gegend und ist ein Superheld. Er trägt so einen coolen Anzug. Er hat hier auf der Rückseite auch noch einen Umhang und seinen Gürtel um den großen Bauch geschnallt. Und im Gesicht hat er auch eine Brille, eine Superheldenbrille. Und er grinst uns ganz freundlich an. Er ist eine bisschen dickere Version von Superman. Aber jetzt fragt man sich, wieso hat der so einen dicken Bauch? Der Superbert ist nicht nur eine Figur, die man hinstellen kann. Sieht auf jeden Fall gut aus, aber das wäre ja noch nichts Besonderes, sondern das ist ein Anti-Stress-Held. Den kann man in die Hand nehmen und wenn man wütend ist, drückt man auf ihn. Dann bekommt der Bauch auch eine Funktion, nämlich der Bauch wird eingedrückt und dann wird er zum flachen Superbert. Und man kann den Superbert natürlich auch gegen die Wand schmeißen, wenn man wütend ist oder auf den Boden und da passiert nichts. Der ist nämlich immer super, super stabil. Der geht nicht kaputt. Deshalb hat er nämlich auch den dicken Bauch, dass man auf dem rumdrücken kann. Und auf seinem Gesicht kann man natürlich auch rumdrücken. Und auf dem Kopf kann man auch ein bisschen klein drücken. Da wird er noch ein bisschen dicker. Jetzt hat er keinen Hals mehr. Da ist sein Hals wieder. Jetzt hat er keine Ohren mehr. Also da kann man echt super drauf rumdrücken. Und wenn man irgendwann keine Kraft mehr hat, dann bläht der Superbert sich wieder auf, stellt sich hin, guckt einen freundlich an und man sollte eigentlich wieder stressfrei sein. Das ist nämlich die Aufgabe vom Superbert. Das ist ein Superheld, der euch die Wut wegnimmt. Wenn euch der Superbert gefallen hat, dann könnt ihr mir es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde ihn wirklich ganz witzig und ansonsten natürlich bewerten nicht vergessen. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge der Spielzeugtruhe wieder. Bis dahin, euer Paul. Tschüss.